Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Super Meat Boy und mir fällt gerade eben ein, wir wollten im letzten Part ja die Warp Zone machen, genau. Ich hatte nämlich vergessen, was ich eigentlich im letzten Part gemacht habe. Ja. Jetzt weiß ich's wieder. Ja, der letzte Part, der war unter Müdigkeitseinflüsse aufgenommen. Aber sowas passiert auch hin und wieder mal dem Besten der Besten. Von daher sollten wir uns da gar nicht so groß dran stören. Ich bin momentan sehr zufrieden, sehr zufrieden. Es läuft zwar nicht alles so, wie es laufen soll, aber fast. Ja, fast. Das ist wunderbar. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht und hier keine Kriminellen am Werk sind, dann dürfte auch heute... Mario Party Island Tour als Let's Play starten. Ich weiß, ich bin bekloppt und so. Ich weiß, ne, ich laber viel da, bla 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 bla, aber, ne, falls ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Wenn ich schon ein neues Projekt starte, dann soll die Eigenwerbung auch erlaubt sein. Das ist aber gar nicht Thema heute. Thema heute ist, dass ich eigentlich kein Thema habe. Wobei ich gerade Essen gekocht habe. Ich werde nicht sagen, was ich gekocht habe, denn sonst kommen wieder Menschen und sagen, ne, du fette Sau, man isst keine toten Tiere. Oh, ich esse doch auch kein Blumenkohl. Ja, irgendwie sowas sagen die dann meistens. Nee, ich habe heute, also ich habe zum Beispiel, ich habe irgendwas mit Kartoffelbrei gegessen und der Kartoffelbrei, ich musste mal kurz drauf eingehen. Ich finde den ja, das ist so Pulver, ne, und eigentlich finde ich den tatsächlich auch ganz lecker. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass der schmeckt halt nach Brei und Kartoffelbrei so ein bisschen mehr oder weniger. Das ist ja auch alles schön in Ordnung. Aber so auf der anderen Seite ist es so ein bisschen... Nein, ich bin so behindert. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen... ja, es schmeckt im Grunde aber auch nach nichts. Und... vielleicht, ich muss mir unbedingt Pfeffer kaufen, ey. Am Samstag koche ich für meine beiden Nachbarinnen. Und zwar Currygeschnetzeltes. Ja, da ist auch ein totes Tier dabei. Ich hoffe, das Tier hatte ein schönes Leben oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Currygeschnetzeltes. Nein! Naja, ist nicht so schlimm. Das erste Level ist so einfach. Das kriegen wir schon auf die Reihe. Currygeschnetzeltes ist es... Habe ich bis jetzt zweimal gekocht, da habe ich bestimmt auch drüber erzählt, weil beim zweiten Mal war ich sogar voll stolz drauf, weil es richtig lecker war. Und ja, wir gehen am Samstag einkaufen, da muss ich mir unbedingt Pfeffer kaufen, weil das Fleisch noch ein bisschen nach nichts geschmeckt hat. Und ja, da muss ich nochmal dann ein bisschen Pfeffer dran ans Fleisch. Salz und Pfeffer, das macht es vielleicht besser. Ja, das wollte ich gar nicht, Mann. Ist gar nicht so einfach. Ich bin beim ersten Mal so weit gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Naja. Ich weiß nicht. Muss ich mal gucken. Aber Currygeschnetzeltes, boah, mit Ananas und Mandarinen. Das ist mega lecker. Mega lecker. Jo. Ansonsten, was steht sonst so an? Keine Ahnung. Der Cornel hat sich, hab ich da schon mal drüber geredet? Der Cornel hat sich so einen Plan gemacht. Was heißt einen Plan nicht? Aber der Cornel hat sich eine Theorie gemacht. Und zwar, ich darf jeden Samstag eine Sache auf meinen Kassenbon packen, mit der ich sündige. Und das wird am nächsten Samstag voraussichtlich eine Tafel Schokolade sein. Wahrscheinlich eine riesengroße. Einfach nur, ja, weißt du, ich muss schon den ganzen Monat, die ganze Woche verzichten. Und noch bin ich nicht da, dass ich dann sage, okay, ich kaufe mir trotzdem nur eine kleine Schokolade. Da bin ich noch nicht angekommen, aber da muss ich auch noch nicht angekommen sein. Oh nein, Meat Boy, spring doch. Von daher alles easy. Das bedeutet, falls Samstag gestreamt wird, werde ich wahrscheinlich nebenher ein bisschen was naschen. Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu erzählen? So Breaking News. Es gibt noch eine, aber die will ich erstmal nicht so unbedingt hier ansprechen, weil wenn ich die jetzt hier anspreche und dann nochmal woanders anspreche, dann wird mir wieder vorgeworfen, so Cornel, du erzählst in allen Parts das Gleiche. Ja, aber es ist halt eigentlich eine Sache, die jeder mitbekommen sollte. Deswegen würde ich sie eigentlich ganz gerne auch hier ansprechen. Und eigentlich auch überall sonst. Weil es halt einfach... Ja, ich würde halt gerne, dass es jeder mitkriegt. If you understand. Naja,
Was, da geht es auch nicht um wirklich was Weltbewegendes, einfach nur, es geht im Prinzip nur darum, dass ich... Nein, er ist nicht gesprungen. Er ist nicht gesprungen, das ist ärgerlich. Im Prinzip geht es nur darum, dass ich Facebook jetzt aktueller nutze. Also eigentlich, ich würde fast sagen täglich. Und Facebook jetzt auch dadurch halt auch einfach eine Plattform ist, bei der ihr auch richtig guten Kontakt zu mir, also wenn ihr Kontakt zu mir braucht und vielleicht gerade, ja keine Ahnung, wenn ihr dann irgendwie nicht mich in Skype habt oder so oder wie auch immer, ihr könnt mir jetzt auch auf Facebook schreiben, wenn das irgendwas Relevantes ist, was ich beantworten möchte, dann werde ich da sehr wahrscheinlich auch, ja, spätestens am nächsten Tag antworten, ja. So viel dazu. Das werdet ihr wahrscheinlich dann noch in ein paar anderen Videos zu hören bekommen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich denke mal, ihr versteht das auch. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, was auch im letzten Part angesprochen wurde. Da können wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen, weil, ja, das Thema war irgendwie, keine Ahnung, ich fand es am Ende dann doch nicht so gut diskutiert und so gut dargestellt. Ich werde jetzt auch ein paar Videos auf Facebook... Mann, das... Oh Mann! Ich werde jetzt auch ein paar Videos auf Facebook teilen, einfach nur dafür, wenn jemand Lust hat und das teilen will und dadurch findet irgendjemand meinen Kanal, möge er das gerne tun und ich habe die Möglichkeit, warum soll ich sie nicht nutzen? Ich hätte auch die Möglichkeit, bei jedem Part zu sagen Daumen hoch und es würde mir wahrscheinlich etwas bringen. Das ist eine Sache, die ich nicht machen werde, aus einem ganz einfachen Grund, weil es mich nerven würde. Außerdem ist meine Verabschiedung sowieso schon eine Daumen-Hoch-Bettelei, wenn man so will. Denn ich sage ja, wenn es dir gefallen hat, ne? Das ist ja im Prinzip ein Daumen hoch. Also wie gesagt, das wäre meine Verabschiedung werde ich nicht ändern, die werde ich einfach so beibehalten. Ich denke auch nicht, dass das Allerwichtigste ist. Ich habe jetzt mal dieses InVideo-Programm angemacht, das immer der letzte aktuelle Part unten links, glaube ich, 15 Sekunden vor Schluss angezeigt wird. Es ist auf YouTube momentan sowieso so, dass viel, also es geht viel nicht mehr unbedingt über die Anzahl der Klicks, sondern es gibt jetzt so ein Ranking, in dem es auch darum geht, dass die Leute zum Beispiel auf YouTube bleiben. Das bedeutet, wenn Leute dein Video gucken und danach auf ein anderes Video klicken, selbst wenn es nicht dein eigenes ist, dann ist es gut für deinen Kanal. Wenn die Leute allerdings dein Video gucken und danach auf Amazon klicken, dann ist es halt nicht unbedingt hilfreich, weil das ist dann quasi so, das ist quasi eine von YouTube weg, ein Klick, der von YouTube weggeht und wenn du halt auf YouTube, und wenn dieser Klick auf YouTube bleibt, dann ist es so quasi ein Klick, der halt auf YouTube bleibt und das wird dann auch dir quasi gut gerechnet, so ungefähr, also ja, ganz vereinfacht gesagt, da steht natürlich eine wahrscheinlich richtig, richtig krasse Berechnung hinter und so, die ich jetzt natürlich nicht im Kopf habe, wo ich nicht weiß, wie das alles genau berechnet wird und so, ist ja auch ganz klar, wow. Das ist vielleicht eigentlich gar nicht so doof, wenn ich da einfach zumindest da runterspringe, weil ich da nicht so viel Platz habe. Warum sterbe ich da oben immer? Das ist so unnötig, weil, aber Meatboy macht gerade auch die ganze Zeit Faxen. Das ist auch ein bisschen nervig. Ich würde die Warpzone schon ganz gerne schaffen. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Die Warpzone haben halt... Die ist jetzt nicht so schwierig, aber die hat halt nur 3 Leben. Das ist halt immer ein bisschen nervig. Aber prinzipiell... Nein, ich muss da ja richtig links rüberziehen. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen doof von mir. Prinzipiell ist es, ja... Doch ganz einfach. Das Gute ist, dass in dem dritten Level kein Pflaster mehr ist, weil es gibt ja immer nur 2 pro Warpzone. Wow, scheiße, ey. Es gibt ja immer nur 2 pro... Nein, Mann! Warum krieg ich das nicht hin? Es gibt ja immer nur 2 pro Warpzone und die gibt es ja in den ersten beiden Leveln. Von daher ist da kein Pflaster zu holen im dritten Level. Von daher ist das dritte Level wahrscheinlich... Also ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich kenne es ja nicht sehr blind, aber ich vermute... dass das dritte Level relativ schnell geht. Ja. Das mag mir jetzt auch gleich wieder irgendwie, ja, negativ auf... Ja, negativ sein für mich, dass ich das einfach so behaupte, aber... Ja,
Das erste ist auch so einfach. Also es ist wirklich einfach. Ich komme ja gut durch. Das zweite ist aber nicht so einfach. Das ist ein bisschen... Oh nein, wenn ich so dumm meine Leben verbrate, dann habe ich natürlich auch ein bisschen gelitten, ne? Das muss man einfach auch mal so ganz klipp und klar sagen. Naja, ja, genau. Also, wie gesagt, ich werde halt jetzt Facebook auch einfach nutzen. Ich werde auch ein paar Videos teilen, meine Fresse. Es kann mir nicht schaden, wenn da Videos online sind. Ich werde auch sonst, wenn ich was zu posten habe, gerade weil ich irgendwas Lustiges erlebt habe oder irgendwas Lustiges gerade im Kopf habe oder was auch immer, dann werde ich das da einfach posten. Ich werde das jetzt so ein bisschen benutzen. Und wunderbar. Ich hoffe, ich habe das Pflaster nicht vergessen. Und ja, weil es jetzt relativ einfach ist jetzt auch eine Sache. Nein, oh, wie mache ich das denn? Okay, ich habe eine Idee. Nein, bitte, ich will das nicht nochmal machen. Nein, wieso? Ich habe gesagt, es wird voll einfach und es ist doch nicht so einfach. Scheiße, Mensch. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe wieder über Facebook wahrscheinlich geredet. Ja, ich werde das einfach jetzt nutzen, weil ich konnte jetzt meine Konten irgendwie verbinden und jetzt kann ich mich einfach, wenn ich bei Facebook angemeldet bin, jetzt kann ich einfach quasi, ja, wenn ich bei meinem Privaten angemeldet bin, kann ich einfach auf den Knopf klicken und dann bin ich bei Cornel und dann kann ich mit Cornel alles machen. Und da muss ich mich nicht immer ab- und anmelden. Das war nämlich sonst immer das Problem. Ich musste mich immer abmelden und dann wieder anmelden. Und das ist einfach nervig. Und ja, jetzt funktioniert alles so zur Genüge. Und jetzt nutze ich das auch, ja. Und wie gesagt, warum sollte ich es nicht nutzen? Ich habe es. Das bedeutet natürlich auch, wenn ihr Lust habt, dann liked meine Facebook-Seite. Die dürfte in der Beschreibung stehen. Würde ich mich natürlich freuen, desto mehr es sind, desto besser. Und ich mache hier gerade ganz große Kokolores. Ich würde es gerne jetzt schaffen, aber... Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich kann in diesem Part schon weiterkommen. Also ich dachte nicht, dass ich so lange für die Warpzone brauche, aber... Dies, ja... Gar nicht mal so leicht. Och, ey, und so dumme... Warum mache ich gerade so dumme Fehler hier im ersten Level? Weil ich jetzt im dritten Level war, weißt du, dann denkst du so, ja, Rest ist easy. Und jetzt, und dann kackst du hier die ganze Zeit ab. Ah, ist ein bisschen ärgerlich. Ja, und ansonsten, wie gesagt, mein Ziel ist es ja auch, ja, wir nehmen all der schönen Harmonie und der Romantik, die wir hier alle hegen, ist natürlich auch mein Ziel, größer zu werden. Und ja, da leide ich nicht drunter und mein Kommentarstil nicht, ja, das ist... Ob da jetzt eine 3000 bald steht hoffentlich oder eine 5000 oder eine 7000 oder eine 10.000, das ändert ja nichts an mir und an meinem Kommentarstil und das werde ich mir auch niemals nachsagen lassen, denn, ja, oh, nee. Ich habe da schon so meine Leute, die mir sagen, wenn, also, ne, ich habe da ja den Follow, der wird mir schon sagen, wenn ich große Kokolores irgendwann mal baue, das ist so jemand, wo ich vielleicht, wo ich dann auch, weißt du, das ist so einer, der dich dann auch mal wieder auf den Boden holen kann. Falls die Übermacht der Abonnenten, die jetzt auch durch Facebook hinzukommen, mich abheben lassen. Ja, nein, natürlich nicht, weißt du? So, das ist halt der Punkt. Ja, die engen Freunde und so und die Leute, die mich auch so kennen, die werden das bewerten können und sollte ich mich irgendwann mal negativ verändern, werden die mir das schon sagen. Ja, aber... Ja, werde ich halt nicht. Und deswegen... Ja, ich nutze es halt jetzt einfach. Und wem das vielleicht irgendwie die Romantik wegnimmt, der... Keine Ahnung. Möge dann seine Konsequenzen daraus ziehen. Ansonsten habe ich halt nicht viel Neues geplant. Ich kann ja nicht viel machen. Ich hoffe einfach, dass es weiter wächst. Und dass auch neue Projekte, die bald alle starten... vielleicht auch wieder ein bisschen neue Leute interessieren, weil es ja immer so, ne, es ist ja einfach so, dass mit jedem neuen Projekt quasi wieder neu die Chance, jemanden von dir zu überzeugen. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe einfach das Gefühl, dass Meat Boy hier gerade einfach extrem
Also ich habe das Gefühl, dass er wieder öfter nicht springt, weil gerade eben bin ich ja gestorben. Oh, das ist so dumm. Gerade eben bin ich gestorben, weil ich das Gefühl hatte, dass er wieder nicht gesprungen ist. Ja. Ansonsten... Ja, keine Ahnung. Was kann ich noch groß erzählen? Ich habe gerade sonst nichts so zu erzählen. Ich bin relativ glücklich gerade. Ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt. Ich bin jetzt nicht so... Ich bin jetzt gerade nicht so laut und so, aber ich bin relativ... Ja, ich bin relativ entspannt gerade. Ich finde es einfach gerade schön, hier zu sitzen, ein bisschen zu reden, ein bisschen Meat Boy zu spielen. Das macht ja auch immer sehr viel Spaß. Kommt auch bei euch immer sehr gut an. Also gucken viele Leute da natürlich auch nochmal Danke dafür. Freut mich, dass euch das Projekt gefällt. Mir macht es, wie gesagt, immer noch sehr viel Spaß. Was man ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht sagen bräuchte, aber... Warum? Ich muss im Aufwind dann darüber, aber ich weiß nicht. Och Mann, und dann verliere ich so schnell die drei Leben. Das ist so ärgerlich. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das anstellen soll. Ist mir ein Rätsel. Wie soll denn das dritte Level funktionieren? Die ersten beiden habe ich ja jetzt raus. Aber das dritte? Keine Ahnung. Ja, ich bin gerade einfach glücklich, entspannt, bin froh, hier ein bisschen Meat Boy spielen zu können, ein bisschen dabei zu quatschen. Man muss ja auch nicht immer so aufgedreht sein. Manchmal bin ich aufgedreht, manchmal bin ich nicht aufgedreht. Das gehört auch zum Cornel dazu und da sollte ja auch erlaubt sein, hier mal nicht aufgedreht zu sein. Ne, ich denke mal schon. So, das richtig Schwierige ist eigentlich nur die mittlere. Ja, ansonsten, ich war heute in der Uni, hatte Mathe, also Mathe-Didaktik, da lernst du so, wie du kleinen Kindern Mathe beibringst und es ist wirklich schlimm, das ist so ein, oh, da ist er wieder nicht gesprungen, das ist so ein ganzer, das ist so ein, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ihr könnt euch das, das sind wirklich, ich leide darunter, das könnt ihr euch nicht vorstellen, man ist einfach als Mann in diesem Studienfach auch behindert. Ich weiß nicht, was gerade los ist, ob meine CPU-Auslastung zu groß ist oder so, aber Meat Boy springt manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ich glaube, es hört man nicht ganz so gut, aber der macht dann immer diese Zuckungsgeräusche. Ey, ich raste völlig aus. Und dadurch, dass das halt einfach so ist, habe ich gerade auch nicht so die gewisse Ruhe, um hier einfach mich darauf zu verlassen, dass er immer so springt, wie er soll, und dann habe ich mal Angst, und wenn man mit Angst, ja... Wenn man mit Angst spielt, ihr kennt das vielleicht, dann funktioniert das immer nicht so gut. Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Was hab ich erzählt? Ja, ich hatte Mathe und wie gesagt, es ist eigentlich scheißegal, was ich hatte. Ich habe natürlich wieder vergessen, mein Facebook aufzumachen, es tut mir leid. Ich hatte Mathe und es ist einfach so... Warum schreiben mich so viele Leute bei Skype an? Keine Ahnung. Och man, Meat Boy springt manchmal nicht. Ich will jetzt hier nicht einen Part machen, wo ich nichts schaffe. Ich würde das schon gerne jetzt abschließen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber da sind nur schöne Frauen. So ein ganz... gut, die Dozentin nicht. Aber sonst, das ist wirklich... Ihr macht euch kein Bild. Das sind nur schöne Frauen. Das sind nur schöne Frauen. Und mich hat das sowieso nicht... Ich war nicht so aufmerksam, weil ich... Ich mag die Dozentin nicht und ja, ich schreibe die Klausur dafür sowieso erst nach dem nächsten Semester, weil es so eine Dualklausur ist quasi und ich muss im nächsten Semester dann noch ein anderes Seminar belegen, um dann halt aus der Kombination dieser beiden Seminare aus der Kombination dieser beiden Seminare dann eine Klausur zu schreiben. Und oh yes. Ja. Und das Problem ist einfach folgendes. Ja, und deswegen, ich mag die Dozentin so unfassbar überhaupt nicht und es ist so schlimm. Ja, und da sind nur schöne Frauen und dann, weißt du, dann gehen die ganze Zeit irgendwelche Mädels, irgendwelche Jungen, die sind halt alle in meinem Alter, ja. 19, 20, 21, 22, 23.
24, 25, keine Ahnung, so um den Dreh alle. Und dann gehen die ganze Zeit auf Toilette immer abwechselnd und dann läuft wieder ein knackiger Po nach dem anderen vorbei und du denkst nur so, nein, guck nicht hin. Okay, ich hab hingeguckt. Es ist so schlimm, wirklich. Es ist wirklich, es ist eine Qual. Na warum? Das war doch gut. Nein, so funktioniert das nicht. Oh, da komme ich mit zu viel Fall nach unten hin. Ich muss da... Nein, und jetzt sind wieder alle drei Leben weg. Und der Part ist schon so lang. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich für die Warp-Runde so lange brauche. Was mache ich denn jetzt? Kann ich diesen Part so releasen, ohne dass ich was schaffe? Wäre ja mal ein Versuch, ne? Mal gucken, was die Leute sagen. Bist du bekloppt? Hau dir gleich die Mistgabel vor die Ohren. Ja, wahrscheinlich sagen sie sowas. Ja, ohne Spaß, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und da war, boah, da war eine, die hatte so einen kleinen, die hatte so einen schwarzen, ich glaube, es waren, die hatte so einen schwarzen, kurzen Rock an und so eine schwarze, leicht durchsichtige Strumpfhose und ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber Frauen in schwarzen Röcken, so kurzen Engröcken, mit geilen Beinen und einem richtig geilen Po. Und du sitzt da und denkst dir nur so, meine Güte, wie soll ich studieren in diesem Leben? Wie soll ich studieren? Ich frag mich, wenn die alle Lehrerinnen werden, wow, ich will Schüler sein. Das Gute ist ja, ich werde Lehrer und dann sind das alles meine Kolleginnen. Oh, krass, ey. Ihr macht euch wirklich kein Bild. Ihr macht euch von dieser ganzen Situation kein Bild. Das ist wirklich Höllenqualen, die du da durchstehen musst. Oh. Und es ist halt einfach auch wirklich, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ihr macht euch kein Bild. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Es ist so schwer, da die Ruhe zu bewahren. Warum? Ich weiß nicht, wie das Level funktionieren soll. Wirklich. Ich weiß es. Schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ich hab's geschafft. Wie hab ich das denn gemacht? Jetzt muss ich das nur nochmal zurückschaffen. Nein. Das war, glaube ich, sogar richtig. Ich hab... Nein. Warum? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Auf diesem Level ist der Fluch. Wir fangen jetzt mit Chapter 6 an. The End. Jetzt habe ich die Cutscene übersprungen. Oh nein, oh nein. Oh. Das geht ja wirklich richtig schnell. Oh, jetzt dauern bestimmt die Level hier auch 15 Minuten. Ich wollte sagen, wir machen jetzt noch schnell hier ein Level. Damit wir überhaupt noch was geschafft haben. Aber ich habe die Befürchtung, dass das okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Weil dann könnte man nämlich ein wenig... Wo muss ich denn dann hin? Wie funktioniert denn dann dieses Level? Hä? Ach, da sind Stacheln auf dem Boden. Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, da ist ein Schlüssel. Jetzt muss ich wieder zurück, oder wie? Ja, gar nicht wahr. Ich kann ja hier hoch. Oh. Ja, hier mit einem Doppelsprungcharakter oder so. Ach, keine Ahnung. Das reicht wahrscheinlich nicht für ein A+, oder? Ist die Zeitbegrenzung hier echt krass oder ist sie eher so... Nein, ach so! Ah, das habe ich nicht gesehen. Ja, wir machen jetzt einfach hier weiter und ich mache die Warps und ich hole die irgendwann nach. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Ding, wenn ich die jetzt... Ach, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Bei der nächsten Aufnahmesession quasi oder später nochmal probiere, dann... Ja, wird sie wahrscheinlich kein Problem. Na, das Level war einfach. A+, wunderbar, super, wir haben was geschafft in diesem Part. Das ist der absolut beste Part der Welt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss, euer Cornel.